Mann, Mann, Papp ist, Lamm, Mann, Papp ist, hat ist. Was tut sich an der Themse in Kings Road und Soho? Ganz exklusiv für Disco, was gibt es Neues, Joe? Tja, hallo liebe Freunde, willkommen zu London Pop News. Wir haben heute wirklich viel News. Als erstes etwas über Georgie Fame und Alan Price. Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Well, 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 taten sich Georgie Fame und Alan Price, als sie beschlossen haben, ihre Solokarriere zugunsten gemeinsamer Unternehmungen zu verzichten. Well, the group that we have now is a four-piece group. That's Georgie Fame and myself, and a guitarist and a bass and a drummer. And I think we want to keep it at that for at least a year. Und schon ohne diese Band, über die uns hier Alan Price berichtete, feierten die beiden zum ersten Mal gemeinsame Erfolge, als sie vor einem Jahr in einer britischen Fernsehserie The Price of Fame auftraten. Doch erst finanzielle Schwierigkeiten brachten sie zum Plattenduett. We were desperate. It was either come together and work together or else appoint a receiver. So we had to form a company and work together to make some money to pay off all our debts. Nun, die Sorgen ums Pinke-Pinke dürften wohl bald vorbei sein. Denn Rosetta erwies sich als ein wirklicher Volltreffer in der britischen Top 10. Boing! 1-0 für Fame und Price together. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Desmond Dekker, nach meinen Informationen, wahrscheinlich auch Gast in der nächsten Disco 71 mit seinem Song We Used to Sing, bewies sich als echter Kinderfreund. Erinnert an seine eigene, recht trist verlaufende Kindheit, schwor er sich, wenn er jemals zu Geld kommen würde, Kinder eine Freude zu bereiten, wenn immer sich Gelegenheit bietet. Er half bereits bei mehreren Krankheitsfällen aus, kümmert sich um Wohnungsprobleme in Slumsvierteln und gab für seine Kleinen, wie er sie zärtlich nennt, auch Straßen natürlich frei. Konzerte. Und ich habe hier eine Platte, die ist über 4 Jahre alt. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Tja, unter diesem Staub der Vergangenheit befindet sich ein Rose Garden. Ein Song, auf den sich 4 Interpreten zur gleichen Zeit stürzten. Und 2 Künstler schaffen die Hitparade damit. Erstens, The New World. They call me Fuzzy John, I don't know why. I can't imagine. My name's Mel. And I'm John too. Und zweitens Lynn Anderson, die den Song übrigens bereits vor 2 Jahren einmal auf einem Album gehört hatte. Well, we heard this song about 2 years ago on an album and we liked it very much. We tried to record it then, but it just didn't seem to work out. Und die Aufnahme damals klappte einfach deshalb nicht, da das musikalische Arrangement nicht stimmte. Ja, noch ganz schnell ein Wort zu Dublin, natürlich Severin, congratulations für Nummer 1, ebenfalls Katja Epstein für den großartigen 3. Platz zum 2. Mal hintereinander. Und etwas enttäuschend für England, Clodagh Rodgers nur Platz Nummer 4 mit ihrem Jack in the Box. Stop, don't say you'll put me down, love, don't go away. Drop my feet back on the ground, open your arms, let me stay. Und nach den britischen Erfolgen der letzten Jahre ist Platz Nummer 4 schon eine Schlappe. Tja, Clodagh, was ging schief? I couldn't say den Hauptgrund sieht Clodagh Rodgers neben der diesmal stark vertretenen Konkurrenz im neuen Abstimmungssystem, welches sicherlich gerechter ist, da jeder Song ja für sich bewertet wird. Übrigens, mir persönlich gefiel am besten die Modewahl der Interpretinnen, nämlich Hotpants. Nur eine Frage der Zeit, bis das Modethema Number One Hotpants auch musikalisch verbraten würde. Bislang sind allein in England über 10 verschiedene Versionen auf dem Markt, die versuchen, diesem Thema gerecht zu werden. Die erfolgreichste Version ist davon die Caesars Hotpants-Platte der Mike Morton Congregation, einer 13-köpfigen Band aus dem Süden Londons. Die 3 Girls und 10 Boys verstanden es am besten, die heißen Höschen zur flott heißen Melodie zu bearbeiten. Eifrige Befürworter der Hotpants sind übrigens Lulu und Cilla Black und eifrige Gegnerin Prinzessin Anne, die das Ganze skandalös hält. Übrigens, meine Meinung zum Thema Hotpants: Was den Damen recht ist, ist uns Herren billig. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Das ist der Fun, der Tänze, euch Disco.